Und ich rufe auf Top 16, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags zum grenzüberschreitenden Abbau von Salzen im Werra-Kali-Revier. Mit Top 85, der Beschluss mit Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, K&S Wirtschaftsstandort sichern, Düngerproduktion erhalten, aktiven Umweltschutz betreiben. Mit Top 85, der Beschlussempfehlung und dem Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen der SPD, langfristige Sicherung der Kaliproduktion im hessisch-thüringischen Revier bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Umweltstandards durch K&S mit Top 87, dem dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, K&S Wirtschaftsstandort sichern, Düngerproduktion erhalten, aktiven Umweltschutz betreiben. Und für die Berichterstattung darf ich Frau Kronemann ans Rednerpult von Bündnis 90 Die Grünen bitten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, AfD und Freien Demokraten gegen die Stimmen der Linken, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Ebenso empfiehlt der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz den dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der AfD bei Stimmen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, der Linken, der Freien Demokraten gegen die Stimmen der AfD, den dringlichen Entschließungsantrag abzulehnen. Und der Ausschuss empfiehlt ebenfalls den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der SPD, den Entschließungsantrag bei den Stimmen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, Freien Demokraten und bei der Enthaltung von AfD und den Linken anzunehmen. Meine Damen und Herren, als Erster hat sich Herr Gagel von der AfD zu Wort gemeldet. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die schriftliche Anhörung und die Diskussion im Umweltausschuss haben für uns ein wenig mehr Licht in die heute zu diskutierende Problematik gebracht. Da haben wir unseren bisherigen Antrag ergänzt. Wir haben da also den alten Antrag rausgenommen, neuen reingegeben, den wir heute Abend ja dann zur Abstimmung stellen wollen. Der vorliegende Staatsvertrag muss einer Lösung der technischen Umsetzung vorauslaufen, indem er rechtliche Sperren beseitigt. Das hatte ich ja bereits in der ersten Lesung hier auch so vermerkt. Betonen möchte ich nochmals, welche Bedeutung der Kalibergbau in der strukturschwachen Region Nordhessens hat, welche Bedeutung er für die Arbeitsplätze hat und welche Bedeutung er für den Wohlstand der dort lebenden Menschen hat. Ich erwähne es nochmal, Kali und Salz hat 14.800 Beschäftigte weltweit, 10.000 sind davon in Deutschland, 5.000 in Hessen. Kali und Salz hat schon allein deswegen im Interesse der Weiterführung eines erfolgreichen Geschäftsbetriebes unsere Unterstützung hier verdient. Allerdings muss das Unternehmen dies im Rahmen der geltenden Vorschriften tun, denn da ab Ende 2021 die Versenkgenehmigung wegfällt und es wird höchste Zeit, sich hier eine Lösung zu überlegen. Das hat das Unternehmen getan und diese Lösung ist auch im Bereich des Machbaren. Der neue Staatsvertrag soll jedenfalls die rechtlichen Probleme beseitigen. Mit der Verklappung der Lauge in Form der Einstapelung auf Thüringer Seite, nämlich in Springen, soll es geschehen. Und wir von der AfD und vermutlich wir hier alle in diesem Parlament sind nicht unbedingt in der Position, genau beurteilen zu können, ob dies technisch einwandfrei ist oder ob Restrisiken gewichtige Zweifel hervorrufen könnten. Dies können wir hier heute aber auch gar nicht prüfen und im Einzelnen abwägen. Wir sehen jedoch umweltbedingte Risiken, wie wir auch sie in unserem aktualisierten Antrag benennen. Daher kann nach Ratifizierung des Staatsvertrages die Umsetzung der vorliegenden technischen Lösung nur unter den von uns beispielhaft im Antrag genannten Vorbehalten bestehen. Nämlich zum Beispiel die Stabilität der eingestapelten Lauge, das Problem der ungesättigten Zuflüsse, die Stabilität des Marktscheidepfeilers insgesamt,
um zu verhindern, dass für die Umwelt und für die Menschen langfristig unkalkulierbare Risiken entstehen. Denn es gibt verschiedene unkalkulierbare Risiken. Das größte denkbare Risiko ist aber wohl die Gefährdung der Langzeitsicherheit der Untertagedeponie Herfer-Neurode. Hier muss absolut sichergestellt werden, dass durch die eingestapelte Lauge keine langfristige Gefahr ausgeht. Denn über eins müssen wir uns klar sein, ein Gebirgsschlag auf thüringischer Seite, der eine unkontrollierte Flutung der Untertagedeponie darstellen würde oder verursachen würde, wäre ein Supergau und ginge wohl ausschließlich zu Lasten des Landes Hessen. Im Staatsvertrag ist leider zu Haftungsrisiken nichts weiter vermerkt. Das halten wir für einen prinzipiellen Mangel. Die Ratifizierung des Staatsvertrages kann also kein Präjudiz darüber sein, das hat auch die Frau Ministerin ja gesagt, ob das alles technisch machbar und vertretbar ist für die Langzeitsicherheit. Das haben wir ja auch nicht zu prüfen. Aber unter den von uns genannten Vorbehalten können wir dem Staatsvertrag mit leichten Bauchschmerzen zustimmen und vermerken ausdrücklich, dass unsere heutige Zustimmung zum Staatsvertrag keine Zustimmung zur Realisierung der technischen Details, möglichen Problemen und deren Lösung bedeutet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Gagel. Das Wort hat der Abgeordnete Michael Ruhl, CDU-Fraktion. Als CDU haben wir immer die herausragende Bedeutung der Kaliproduktion betont, sowohl hinsichtlich des Bedarfs des gewonnenen Kalis als auch hinsichtlich der ökonomischen Bedeutung für die gesamte Region. Vor diesem Hintergrund ist es ein starkes Signal an das Unternehmen, die Kommunen in der Region, natürlich besonders an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von K+S und ihre Familien, dass sich in diesem Haus bei der ersten Lesung eine breite Mehrheit für die Änderung des Staatsvertrags abgezeichnet hat. Die Herausforderungen in den Kaliabbaugebieten sind bereits jetzt groß genug, wenn es darum geht, eine Zukunftsperspektive zu schaffen für die Zeit nach dem absehbaren Ende der Produktion. Es gilt, die verbleibenden Jahrzehnte klug zu nutzen, um die ökonomischen Potenziale zu heben und der Berücksichtigung der ökonomischen Belange und der rechtlichen Anforderungen. Der Druck auf K+S war groß, geeignete Maßnahmen für den Umgang mit den salzhaltigen Produktionsabwässern zu finden. Mit der Änderung des Staatsvertrags wollen wir die Chance auf eine Lösung ermöglichen, die aus einer traditionellen Bergmannssicht, sagen wir mal, unkonventionell ist. Die Durchbohrung der Markscheide zwischen zwei Bergwerken, um die Einstapelung der Produktionsabwässer auf thüringischer Seite zu ermöglichen. Derartige neue Ansätze lösen ohne Zweifel beim einen oder anderen ein gewisses Unbehagen aus. Dies konnten wir bei der ersten Lesung hier ebenfalls feststellen. Und allzu oft wurde in den Reden der ersten Lesung der Aspekt der Sicherheit thematisiert. Und es wird sicherlich jetzt hier in der zweiten Lesung genauso sein. Folgerichtig treten sich die Fragestellungen in den Anhörungen im Umweltausschuss primär darum, mit welchen Folgen und welchen Gefahren zu rechnen ist, wenn das Unternehmen seine Pläne umsetzt. Für uns ist klar, die Sicherheit der Bergleute und der Einwohner der Region muss an erster Stelle stehen. Ebenso ist der Schutz der Umwelt inklusive des Grundwassers von herausragender Bedeutung. Ich will an dieser Stelle gar nicht weiter auf die Details des Verfahrens eingehen, darauf, wie sicher das Grubengebäude oder wie dick die Markscheide ist. Auch als Ingenieur fühle ich mich außerstande, jeden einzelnen technischen Aspekt vollständig zu überprüfen. Das ist aber auch gar nicht unsere Aufgabe. Der Landtag ist nicht die Genehmigungsbehörde, wo die entsprechenden Fachleute vorhanden sind. Wichtig ist, die Anhörung der Experten haben gezeigt, dass unsere Prioritäten Sicherheit, Umweltschutz, Arbeitsplätze nicht unvereinbar sind. Klar gab es auch kritische Stimmen. Aber es gibt Experten, welche die Pläne des Unternehmens zur Durchführung behalten. Ohne eine Gefährdung der Sicherheit der Kalikumpel, des Grundwassers oder der Untertagedeponie Herfer-Neurode. Und letztlich geht es nicht darum, dass wir hier die Betriebssicherheit beurteilen. Wir sind nicht die Bergaufsicht. Wir sind als Landtag auch nicht die Genehmigungsbehörde. Es geht darum, dass wir dem Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, für sich und damit für die Region, für Osthessen, für das Werratal eine Lösung zu entwickeln, wie der Betrieb in den nächsten Jahren fortgeführt werden kann.
Der Staatsvertrag ersetzt keine Genehmigung, keine Genehmigungsverfahren, keine Prüfung und keine Aufsicht durch die verantwortlichen Stellen. Die Bedenken müssen ernst genommen und geprüft werden, aber ebenso müssen die über einen langen Zeitraum von den Fachleuten des Unternehmens entwickelnden Pläne ernst genommen und überprüft werden. Die Änderung des Staatsvertrags ermöglicht diese Prüfung. Eine Entscheidung gegen die Änderung des Staatsvertrags wäre das Signal, dass sie aus politischen Gründen und somit vor der fachlichen Prüfung dem Unternehmen, den Kommunen und in der Region die Zukunftschance nehmen. Wir als CDU stehen dazu, dem Unternehmen und den Menschen in der Region eine Perspektive zu geben. Mit dem Staatsvertrag wollen wir die Grundlage dafür schaffen, dass das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden kann, dass all die Fragen, die in der ersten Lesung, in der Anhörung und im Ausschuss aufgeworfen sind, tatsächlich auch geprüft und beantwortet werden können. Ohne dem Genehmigungsverfahren vorgreifen zu wollen, sind wir überzeugt, mit diesem Weg mehrere Ziele erreichen zu können, nämlich die Bergsicherheit zu gewährleisten, die Salzfracht in der Werra weiter zu reduzieren und gleichzeitig den Kaliabbau bis zur voraussichtlichen Erschöpfung der Quellen in 2060 und damit die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung der Region zu sichern. Wir stimmen dem Staatsvertrag zu. Vielen Dank, Michael Rohl. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Wiebke Knell, FDP. Bitte sehr. Danke. Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich hatte beim letzten Mal schon erklärt, Kali und Steinsalz hat eine lange Tradition in Hessen und in Thüringen, egal ob Düngemittelproduktion, die für die Landwirtschaft sehr wichtig ist, für die Versorgung der Kultur mit Nährstoffen, um ertragsreiche Ernten einzufahren und damit letztlich auch für die Sicherung der Welternährung oder auch für Tierfutter, Lecksteine, Streusalz, Tafelsalz. Die Produktion ist unverzichtbar wie das berühmte Salz in der Suppe. Und für meine Fraktion kann ich sagen, wir sind froh, dass die Produktion genau hier in Hessen stattfindet und nicht irgendwo anders. Denn und auch das haben wir in der letzten Plenardebatte schon gehört, der Bergbau ist auch ein riesiger wirtschaftlicher und auch gesellschaftlicher Faktor für die Region in Osthessen und Nordhessen. Wir diskutieren nun heute erneut über den Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrags zum grenzüberschreitenden Abbau von Salzen im Werra-Kali-Revier. Und eigentlich hatte ich im Ausschuss den Eindruck, als gäbe es keine größeren Meinungsverschiedenheiten bei dem Thema. Aber DIE LINKE hat offenbar Diskussionsbedarf. Als Freie Demokraten haben wir schon immer eine klare Haltung zur Kali-Produktion in Hessen. Ich habe es schon angedeutet. Und ich muss Ihnen sagen, die Anhörung hat uns auch davon nicht abgebracht. Der Kali-Bergbau gehört zu Hessen und auch zu Thüringen. Der Staatsvertrag ist notwendig, und deswegen stimmen wir natürlich auch zu. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, ich weiß, alle Unternehmen ab einer gewissen Größe sind Ihnen etwas unheimlich, vielleicht auch ein Dorn im Auge. Dazu zählt dann natürlich auch K+S. Ja. Aber ich muss sagen, die schriftliche Anhörung bietet doch überhaupt keinen Grund, der uns davon abhält, diesem Staatsvertrag zuzustimmen. Jede Fraktion kann natürlich auch frei entscheiden, welche Anzuhörenden sie einlädt. Und die Anzuhörenden sind auch selbstverständlich frei in ihren Äußerungen. Aber was die Einschätzung mancher Anzuhörenden mit dem Staatsvertrag zu tun haben sollen, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar geworden. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat sicherlich Expertise in Waldthemen. Sie kann natürlich auch ihre Meinung zum Bergbau haben, aber mit dem Staatsvertrag hat sie doch gar nichts zu tun. Und Gleiches gilt auch für den BUND. Und Ministerin Hinz hat es ja auch im Ausschuss schon erläutert, es geht hier um den Staatsvertrag, nicht um eine Genehmigung für die Durchbohrung. Das ist auch gut so, denn meines Wissens sind hier im Parlament ja keine Bergleute unter uns. Wir sind keine Fachleute für Kali-Bergbau. Und die Experten, die über solche Genehmigungen entscheiden, die sitzen in den entsprechenden Fachbehörden. Und das ist auch gut so. Wenn Sie sich in der Diskussion um den Staatsvertrag trotzdem an das Sicherheitsthema klammern
und ich habe ja gerade erklärt, warum das hier eigentlich gar nichts zu suchen hat, empfehle ich Ihnen auch dann, alle schriftlichen Anhörungen durchzulesen. Und ich habe den Eindruck, dass das eben irgendwie noch nicht so richtig passiert ist. Deswegen möchte ich ein paar Aussagen vorlesen. Die IGBCE führt beispielsweise aus, die Einstapelung, ich zitiere, die Einstapelung der salzhaltigen Abwässer im Grubengebäude Springen ist nach unserer aktuellen Einschätzung ebenfalls vertretbar. Das Fluten der bergmännisch nicht mehr genutzten Grubenfelder mit hochkonzentrierter Salzabwasserlösung ist eine im Verwahrungsbergbau erfolgreich angewandte Sicherungsmethode. Zitat Ende. Wenn Sie der Gewerkschaft keinen Glauben schenken wollen, schauen wir doch einmal, was die Wissenschaftler sagen. Wir haben ja in der Plenardebatte, in der Plenarwoche zu Recht schon darüber gesprochen, dass wir auch verstärkt auf die Wissenschaft hören wollen. Und der Bergbauprofessor Ludwig Wilke erklärt, ich zitiere, es kann davon ausgegangen werden, dass bei Einhaltung der beschriebenen Voraussetzungen und Bedingungen keine Beeinträchtigung der Sicherheit beim Einstapeln der Abwässer zu erwarten ist. Zitat Ende. Professor Ziegenbalg von der IBZ Salzchemie schreibt, Zitat, es erfolgt keine Durchfeuchtung des Salzgesteins. Damit ist ein Modell, welches angelösten Bereichen eine Festigkeit von Null zuweist, das verbleibende Gestein jedoch als intakt betrachtet, gerechtfertigt. Und weiter, insofern Sinn vom insofern sind auch keine Gefahren hinsichtlich der Untertagedeponie Herfer-Neurode gegeben. Zitat Ende. Ja, die Kaligewinnung ist mit Eingriffen in die Natur verbunden. K+S ist sich dessen bewusst. K+S hat allein deswegen in den Jahren 2006 bis 2015 500 Millionen Euro investiert im Bereich des Gewässerschutzes und wird das ja auch fortsetzen. Das sind 50 Millionen Euro pro Jahr. Deswegen stehen wir auch weiter an der Seite von K+S dafür ein, dass die Produktion in Hessen so lange wie möglich weiterbetrieben werden kann. Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht geht es am Ende schlichtweg eben um die Frage, ob wir in Hessen weiter Rohstoffe gewinnen können und ob wir als Politik in der Lage sind, der Rohstoffindustrie hier in Hessen auch eine Zukunft zu bieten. Wir wollen das als Freie Demokraten. Und es geht auch sicherlich um die Frage, ob wir in Osthessen noch Wirtschaft haben oder nicht. Und auch das wollen wir. Ich will die Zeit nicht überstrapazieren, denn ich denke, eigentlich sind alle Argumente ausgetauscht. Die Kaliindustrie ist für Hessen systemrelevant. Deswegen werden wir dem Staatsvertrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Schnell. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Vanessa Kronemann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Wir sprechen heute erneut über die Änderung des Staatsvertrags zwischen Hessen und Thüringen zum grenzüberschreitenden Abbau von Salzen im Werra-Kali-Revier. Aber warum braucht es die Änderung überhaupt? Seit Jahrzehnten werden salzhaltige Abwässer aus den Produktionsprozessen des Kaliabbaus in die Werra eingeleitet. Und es ist nicht so, wie die AfD das im Umweltausschuss behauptet hat, dass es im Meer ja auch Salzwasser gibt. Deshalb wäre das alles nicht so schlimm. Nein, meine Damen und Herren, das haben Sie tatsächlich behauptet. Meine Damen und Herren, die Einleitung der Abwässer hat massive Auswirkungen auf das Ökosystem Werra und die Weser. Und das darf uns auch unabhängig von der gesetzlichen Vorgabe und der Wasserrahmenrichtlinie darf das nicht egal sein. Und daher ist es auch wichtig und richtig, dass K+S die Verpressung in den Untergrund nach 2021 nicht mehr vornehmen darf und dass die Einleitung in die Oberflächengewässer stark reduziert werden muss. Das ist die Grundlage dafür, dass wir den leider noch weiten Weg bis hin zum guten ökologischen Zustand der Gewässer schaffen. Und dieses Ziel ist nicht nur eine Frage des Umweltschutzes, sondern auch der Generationengerechtigkeit. Und K+S hat das inzwischen verstanden. Und Sie wissen, dass es einer Transformation bedarf. Und Sie wissen, dass die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens davon abhängig ist. Abwässer vermeiden, reduzieren und die nicht vermeidbaren Abwässer möglichst umweltschonend zu entsorgen, das ist hier der klare Auftrag, dem es nachkommen muss. Und nun befassen wir uns hier mit einer möglichen Antwort, die K+S darauf geben möchte. Eine Rohrleitung unterirdisch zum Transport der Salzabwässer vom Entstehen im Abbaugebiet bis zum Ort der Einstapelung. Und die dafür notwendigen Durchbohrungen sind bisher nicht zulässig.
Nach der Ausnahme aus 2002 für das Förderrohrloch zwischen der Grube unter Breitsbach und Hattorf sieht die vorliegende Änderung eine weitere Ausnahme für Wintershall-Springen vor. Und die zentrale Frage ist wirklich die der Sicherheit, vor allem die der Langzeitsicherheit. Und daher ist hier explizit auch in der Änderung aufgenommen worden, dass die Barrierefunktion des Markscheide-Sicherheitspfeilers sichergestellt werden muss. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt zu einer Genehmigung kommt. Und darum geht es hier. Mit der Ratifizierung des Staatsvertrags schaffen wir überhaupt erst die Grundlage dafür, dass geprüft werden kann, ob die Durchörterung der Markscheide auf der einen und die Einstapelung auf der anderen Seite so umsetzbar sind. Und wenn wir den Staatsvertrag nicht ratifizieren, das hat die Ministerin im letzten Umweltausschuss auch noch einmal klar gemacht, gibt es keine Grundlage für diese Prüfung. Und was das bedeutet, sollte uns auch allen klar sein. Ich habe es eben gesagt, bis 2021 ist Schluss mit der Verpressung in den Untergrund. Und wenn K+S bis dahin keine Lösung für die Entsorgung der Produktionsabfälle findet, hat das Konsequenzen auf die Produktion, auf die Arbeitsplätze, auf die Region. Und ja, hier geht es um nicht mehr als eine Chance. Eine Gewissheit bringt die Zustimmung zum Staatsvertrag nicht. Sollte sich bei der Prüfung im Genehmigungsverfahren herausstellen, dass z.B. die Barrierefunktion des Marktscheide-Sicherheitspfeilers nicht gewährleistet werden kann, gibt es keine Genehmigung für K+S. Und Sie werden sich etwas Neues einfallen lassen müssen, damit Sie auch zukünftig weiter produzieren können. Und ja, die Bedenken, vor allem der Langzeitsicherheit, ich kann das absolut nachvollziehen, das habe ich eben schon gesagt, wir teilen das. Aber es ist der Nachweis dafür, dass das gewährleistet werden kann, ist explizit Bestandteil des Genehmigungsverfahrens. Und ich möchte Ihnen die fachliche Kompetenz nicht absprechen, aber ich finde ein bisschen Vertrauen in die hessischen und die thüringischen Behörden, die ja dann die Prüfung dann auch letztendlich vornehmen können, Sie an der Stelle ruhig mal haben. Und ich finde, wenn man noch nicht mal den Schritt gehen kann, die Grundlage dafür zu schaffen, dass geprüft wird, muss man schon irgendwie zumindest eine Art von Antwort darauf geben, wie es bei K+S weitergehen soll. Und diese Antwort vor allem in Richtung der Beschäftigten dort vor Ort. Und verstehen Sie mich nicht falsch, die Verantwortung liegt beim Unternehmen. Aber ich habe eben auch darauf hingewiesen, was es bedeuten würde, wenn wir dort nicht weiter vorankommen. Und wir haben ja ein gemeinsames Ziel, den guten ökologischen Zustand der Werra und Weser und im besten Falle die Arbeitsplätze in der Region zu halten. Und natürlich kann man K+S als Unternehmen trotz seiner Bedeutung für die Region auch kritisch sehen, als naturschutzpolitische Sprecherin meiner Fraktion, als Person, die an der Weser aufgewachsen ist, tue ich das auch. Aber man muss auch sagen, das Unternehmen hat auch lange Zeit, vor allem bei der Einleitung in die Werra, auch nur das gemacht, was man sie hat machen lassen. Das hatte ja dann zum Glück durch die Ministerin Hinz dann auch ein Ende. Dennoch gilt hier das Verursacherprinzip, und K+S trägt hier die Verantwortung, und die hört bei der Einstapelung ja nicht auf. Die Haldenabdeckung sowie die Reduzierung der Abwässer müssen weiter vorangetrieben werden. Ökologie und Ökonomie zusammendenken ist der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Meine Damen und Herren, dass der salzigste Fluss Europas in Hessen beheimatet ist, ist ein trauriger Rekord, den wir so schnell wie möglich auch loswerden sollten. Und dafür muss der eingeschlagene Weg konsequent weitergegangen werden. Und wir können heute mit der Zustimmung zu dem Gesetzentwurf zumindest eine Chance auf den Abbau einer Hürde auf dem Weg dahin ermöglichen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Thorsten Felstehausen, Fraktion DIE LINKE. Thorsten, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, wir stehen vor einem großen Problem in der Entsorgung der Produktionsabwässer oder Produktionsrückstände bei Kali und Salz. Dieses Problem ist seit Jahrzehnten bekannt, seit Jahrzehnten wird es hier diskutiert, und seit Jahrzehnten sucht sowohl K+S nach Lösungen, als auch streiten wir hier in diesem Haus über die Frage, was ist eigentlich der richtige Weg? Was gibt es an Alternativen?
Eben ist es schon aufgezeigt worden, das Einleiten der Produktionsabwässer in der Werra, in die Werra, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist nicht zukunftsfähig und muss so schnell wie möglich zu Ende gebracht werden, um endlich wieder einen guten ökologischen Zustand der Werra herzustellen. Der zweite Entsorgungsweg, das Verpressen der Produktionsrückstände in den Untergrund, hat sich als fatal erwiesen. Das Grundwasser wird gefährdet, die ganze Region wird gefährdet. Auch das etwas, was schnellstmöglich beendet werden muss. Und leider, aus unserer Sicht, wird es ja noch bis 2021 weitergehen. Und auch der dritte bisher gewählte Entsorgungsweg, nämlich das Aufhalten, haltet nicht nur das Salz auf, sondern haltet eben auch große Probleme in der Zukunft aus. Niemand weiß bisher, wie diese Halden irgendwann abgebaut werden sollen. Also wir brauchen eine Lösung. Und die Linke hat sich immer dafür stark gemacht und hat auch das Verfahren, was jetzt im Raum steht, hier mit ins Spiel gebracht, nämlich die Einstapelung von Produktionsresten in die offengelassenen Bergwerke unter Tage. Und da gibt es verschiedene Verfahren, die dafür möglich sind. Es gibt die flüssige Einstapelung, so wie sie jetzt Gegenstand des Genehmigungsverfahrens ist. Und es gibt die feste Einstapelung. Die Firma Corutec hat dort sehr viel geforscht und hat Vorschläge gemacht, wie so etwas aussehen kann, hat verschiedene Vorschläge gemacht. Und K plus S hat sich jetzt für den einen Weg entschieden, nämlich flüssig einzustapeln im flachen Bergbau. Und dazu soll dieser Staatsvertrag geändert werden, soll die Marktscheide durchörtert werden. Und dazu haben wir diese Anhörung durchgesetzt und ja auch durchgeführt. Und das Ergebnis dieser Anhörung ist, dass es erhebliche Bedenken gibt, den Entsorgungsweg der flüssigen Einstapelung, so wie jetzt geplant, tatsächlich zu gehen. Das schriftliche Anhörungsverfahren, es sind schwerwiegende Argumente genannt worden gegen die Verfüllung der Grube in Springen mit Salzlauge aus der Kaliproduktion. Die Lösungsprozesse, die möglicherweise auftreten, können die Standsicherheit der Grube so herabsetzen, so sagen zumindest die Experten, die angehört worden sind, dass ein Bergsturz nicht auszuschließen sei. Und ich glaube, alle meine Vorrednerinnen haben das eben auch hier erwähnt. Und darüber hinaus würde die Lauge am Ende direkt an der Marktscheide anliegen und damit langfristig die Gefahr und die Standsicherheit dieser Marktscheide, die so wichtig ist, in Gefahr bringen. Warum diese Marktscheide so wichtig ist, ich glaube, das ist uns auch allen klar. Es trennt eben die beiden Grubenreviere und es sichert in Hessen die Untertagedeponie in Herford-Neurode, die größte Giftmülldeponie, die wir in Europa haben. Ich möchte noch einmal die Ergebnisse der Anhörung zusammenfassen. Es wurde gesagt, die flüssige Einlagerung der Produktionsabwässer erhöht nicht die Standsicherheit der Grube Springen. Die flüssige Einlagerung kann nicht die Grundwasserzutritte stoppen. Es erhöht das Gefahrenpotenzial für einen Bergsturz. Und es könnte die flüssigkeitsgefüllten Stollen und das damit verbundene Gefahrenpotenzial bei einem Bergsturz deutlich erhöhen. Denn was passiert, und es gab im Osten, es gab im Teil Thüringen dieses Bergwerkes schon Bergstöße, was passiert mit einer flüssig eingestapelten Salzlauge, wenn der Druck von 800 Bar auf diese Salzlauge drückt? Logisch, aus allen Löchern und in alle Richtungen wird sich diese Salzlauge verbreiten. Sie wird gegen den Pfeiler, gegen die Marktscheide drücken. Und wenn nicht sichergestellt ist, dass das Rollloch, was jetzt gebohrt werden soll, das tatsächlich langzeitsicher verschließen kann, dann ist tatsächlich die Untertagedeponie in Herford-Neurode in Gefahr. Das alles, und da haben Sie völlig recht, Frau Grunemann, auch ich bin kein Bergbauexperte. Das alles sind aber beschreibbare Szenarien, die dargestellt worden sind. Und ich glaube, wir haben die Verantwortung, dieses sehr genau zu prüfen und an dieser Stelle unterscheidet es uns. Und uns erst davon überzeugen zu lassen, dass dieses Verfahren tatsächlich ein Verfahren ist, was langzeitsicher ist, und dann erst einen Staatsvertrag zu unterschreiben, der das Ganze ermöglicht. Jetzt hat Frau Grunemann hier gerade ausgeführt und die Frau Ministerin eigentlich auch im ersten Teil der Anhörung bis zu meiner konkreten Nachfrage gesagt, ja,
Aber der Staatsvertrag sei doch die Voraussetzung dafür, damit man überhaupt in das Genehmigungsverfahren eintreten könnte. Jetzt habe ich noch einmal nachgefragt. Das Genehmigungsverfahren läuft bereits. Ich habe es doch. Es gibt die Prüfunterlagen. Die Prüfunterlagen liegen dem Ministerium bereits vor. Die Prüfunterlagen sind bereits eingereicht dafür. Das heißt, der kausale Zusammenhang. Wir brauchen erst einen Staatsvertrag und können dann erst in die Prüfung eintreten, ist nicht richtig. Das ist der entscheidende Punkt, weshalb wir an dieser Stelle als LINKE sagen, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, dann bitte schön für eine Lösung, wo auch dokumentiert ist, die auch geprüft ist, dass sie funktioniert. Und dann können Sie an dieser Stelle auch unsere Zustimmung erwarten, aber doch nicht andersrum. Sie stellen das Verfahren tatsächlich auf den Kopf. Sie sagen, wir geben jetzt eine Genehmigung, wir ändern jetzt einen Staatsvertrag, der aus gutem Grund ja so einmal geschlossen worden ist, zur Gefahrenabwehr. Wir geben jetzt das frei, dass etwas geändert werden kann, und anschließend prüfen wir erst. Wir sind der Meinung, wir müssten es genau andersrum machen. Wir brauchen eine intensive Prüfung. Dafür gibt es Fachleute. Die sitzen tatsächlich im Bergamt. Die sollen das Genehmigungsverfahren im Rahmen des Genehmigungsverfahrens diese Prüfung vornehmen. Und dann entscheiden wir darüber, ob der Staatsvertrag geändert wird oder nicht. So gehen wir genau in die verkehrte Richtung. Und noch eine Möglichkeit, es muss auch aus unserer Sicht ergebnisoffen geprüft werden. Ergebnisoffen heißt für uns, das sind doch genau die Ergebnisse der Ausschusssitzung und der Anhörung, die ich hier vortrage. Und genau damit müssen wir uns beschäftigen. Das ist doch unsere Verantwortung. Wir können doch nicht einfach sagen, wir haben da ein Bergamt, die regeln das für uns. Nein, wir haben im Rahmen des Staatsvertrages die Verantwortung dafür, ob wir es letztendlich freigeben oder nicht. Und dafür müssen wir von den Experten überzeugt werden. Das ist die richtige Reihenfolge. Und noch einmal etwas zur ergebnisoffenen, Prüfung. Die Firma KUTEC hat verschiedene Varianten vorgeschlagen, verschiedene Prozesse ins Spiel gebracht, wie so etwas gemacht werden kann. Und unter anderem hat die Firma KUTEC vorgeschlagen, die Einstapelung so vorzunehmen mit Zuschlagstoffen, dass die eingestapelte Lauge nach Ablauf von 3 bis 5 Jahren tatsächlich aushärtet und langfristig eben vom flüssigen in den festen Zustand übergeht. Ja, meine Damen und Herren, dieses Verfahren kostet mehr Geld. Das ist richtig. Wir sind aber der Meinung, wir müssen, oder dieses Geld muss aufgewandt werden für eine langfristige Standsicherheit der Grubengebäude. Damit sichern wir die Arbeitsplätze, nicht dadurch, dass wir ein zusätzliches Risiko eingehen, sondern dass eine Einstapelung so in der Form passiert, dass tatsächlich das Grubengebäude gesichert wird, dass langfristige Schäden ausgeschlossen werden. Und wenn wir von langfristig reden, dann reden wir nämlich nicht nur über die Zeit, die nächsten 60 Jahre, in denen K+S den Abbau dort noch betreiben will. Die Verantwortung, die wir haben, geht lange darüber hinaus. Es wird für Jahrhunderte und Jahrtausende muss diese Standsicherheit gegeben werden. Und das muss in den Prüfverfahren nachgewiesen werden. Und dann, meine Damen und Herren, durchaus sind wir auch bereit, einem solchen Staatsvertrag zuzustimmen, aber nicht es in der umgekehrten Reihenfolge zu machen. Erst eine pauschale Freigabe zu geben und dann zu sagen, es wird nachher geprüft. Da geben wir unsere Möglichkeiten, die wir als Parlament haben, tatsächlich aus der Hand. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Welzhausen. Das Wort hat der Abg. Thorsten Warnecke, SPD-Fraktion. Thorsten, bitte. Lieber Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen wir uns doch einmal vor, das ganze Grubengebäude läge auf hessischem Gebiet. Es gäbe keinen Staatsvertrag. Dann würde das Verfahren, das wir im Ausschuss vorgestellt bekommen haben, in der Tat greifen. Wir würden als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, und ich vermute Sie als LINKE vorweg, Nachfragen stellen, wie der Genehmigungsstand sei. Wir würden eine Anhörung möglicherweise machen zu dem einen oder anderen Punkt, der dann aufgerufen würde. Und daran ändert sich null. Daran ändert sich null. Auf thüringischer Seite übrigens auch.
Das wird alles passieren. Und jetzt stilisieren die LINKEN den Staatsvertrag zum Entscheidungskriterium. Darum geht es überhaupt gar nicht. Darum ging es übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen, darum ging es auch schon damals nicht, als der erste Staatsvertrag geschlossen wurde. Damals ging es übrigens nur um Damals ging es nur um Produktionssalze, die man in den Westen befördert. Und wenn ich mir damals in Erinnerung rufe oder wenn ich mir die damaligen Auseinandersetzungen in Erinnerung rufe, bin ich schon ein bisschen verwundert, mit welcher Gelassenheit darüber diskutiert wird. Es gibt nämlich zwei Probleme. Das eine ist ein originär thüringisches Problem. Es hat eigentlich mit Kali und Salz gar nichts zu tun. Die Frage nämlich, wie kann man dort in der Tat nicht nur die Standsicherheit der Grube in trockenem Zustand, sondern durch den Zufluss von ständigem Süßwasser, wie kann man dort die Standsicherheit dieser Grube herstellen? Und da gibt es offenkundig die Idee zu sagen, ja, wir können das herstellen, indem wir entsprechende Restwässer von Kali und Salz, so beschreibe ich die mal, weil die ja nicht Süßwasser darstellen, indem wir dort einbringen. Es gibt übrigens die absurde oder gab die absurde Idee in Niedersachsen, dass man dort sagt, man sichert ein Grubengebäude mit Süßwasser. Und es gab Auseinandersetzungen darüber, ob Kali und Salz aus unserer Region Restwässer, die hochgesättigt sind mit Natriumchlorid, mit Resten von Magnesiumchlorid, mit Kaliumsulfat, im Grunde genommen auch als Produktion, wie man das dort einstellt. Das hat man jetzt gemacht, meine Damen und Herren, und es funktioniert offenkundig. Jetzt ist die Frage, ob wir den Thüringerinnen und Thüringern eine Möglichkeit verwehren wollen, langfristig die Grubensicherheit in Thüringen sicherzustellen. Das ist erstmal der abstrakte Punkt. Wenn Sie sagen, ja, das geht so in Thüringen nicht, wir wollen das nicht in Thüringen. Nein, sage ich ja, wenn das die Position der LINKEN wäre, denn das beurteilt ja Thüringen, das wollen wir nicht, okay, dann kann das Ihre Position sein, dann müssen wir uns weder über ein Rohrloch, in Anführungsstrichen mit einem Rohr, noch mit der Frage, ob wir das überirdisch machen, unterhalten. Das ist dann Ihre Position. Weiterhin wird allerdings das Süßwasser einfließen und natürlich ganz andere Auslaugungs- oder Aussohlungsfunktionen dort erfüllen als eine hochgesättigte Sohle. Das wissen Sie auch. Das wird natürlicherweise so sein. Das heißt, wenn der Mensch dort nicht mehr eingriffe, würde das Grubengebäude sehr wahrscheinlich gefüllt werden. Und das Wasser würde übrigens auch dann weiterfließen. Und zwar weiterfließen dann über eine Verbindung, nicht nur über das Rohrloch, sondern über möglicherweise vorhandene Strukturen, die Grubengebäude miteinander verbinden könnten, gen Westen kommen. Und jetzt ist das also unser Interesse, zu überlegen, wie können wir das stoppen. Das ist wiederum unser Interesse. Da fordern wir Thüringen auf. Thüringen prüft hoffentlich auch all das, was Sie dort gesagt haben, sehr intensiv. Und dann haben wir auf der anderen Seite das, und das ist eine Aufgabe sozusagen des Rest-Kali-Bergbaus, der in der damaligen DDR zu Zuständen und Umständen geführt hat, die keinerlei technologische Stand heute erfüllen, sondern ganz im Gegenteil, man hat damals dem, übrigens in der DDR, dem schnöden Profit gefrönt, dem Ausbeutungsinteresse, nicht nur der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch von Natur und Umwelt. Und insofern ist das anscheinend ein gescheitertes Modell. Und Kali und Salz wiederum mit seiner Expertise sorgt im Grunde genommen dafür, dass die Standsicherheit der Gruben herbeigeführt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weshalb spreche ich das an? Weil es nicht nur um den technologischen Fortschritt geht, sondern natürlich auch darum geht, was Stand der Technik ist. Und darüber hinaus ein Argument, das wir nie aus der Diskussion wegbringen können, nämlich die Frage, was ist der Beurteilungsmaßstab? Herr Felstehausen, Sie machen das immer schon sehr geschickt, indem Sie, das haben wir auch schon mehrfach diskutiert, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragen. Gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können nie ausschließen, dass es ein Restrisiko gibt. Ein Wissenschaftler, der es ausschließt, ist schon ein schlechter Wissenschaftler. Und Ihr mal von Asterix und Obelix zitiertes Zitat, wir haben nur vor allem Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, auch das kann passieren. Es kann einen Meteoriteneinschlag geben, der möglicherweise in dieses Grubenfeld einschlägt und möglicherweise zu was. Kann alles sein. Kein Wissenschaftler wird es ausschließen. Aber uns Menschen ist geboten, nach bestem Ermessen, nach bestem Stand der Technik eine Abwägung zu treffen. Das sollten wir jetzt tun. Nein, dieses wird immer getan. Und wenn Ihr Maßstab aber immer der ist, wir müssen es ausschließen, dann kommen wir immer zu dem Ergebnis, dass wir es nicht machen. Wir brauchen nicht zu prüfen, dass es ein Restrisiko gibt. Das gibt es. Das will ich Ihnen deutlich sagen. Das Restrisiko gibt es immer. Selbstverständlich. Und Sie wollen das immer ausschließen und sagen, wir wollen das prüfen.
Ihr Zirkelschluss ist immer der, dass Sie am Ergebnis kommen, dass es ja ein Restrisiko gibt, das wir dann angeblich nicht abgewogen hätten. Das ist immer das gleiche Spiel. Und es wird dieses geben, selbstverständlich. Auch das Prinzip, das die Firma Kaotec vorgeschlagen hat, hat ein Restrisiko. Und wenn Sie bezweifeln, dass es das hat, kann ich Ihnen nur sagen, das ist unseriös. Punkt. Also, wir sind immer am Ende in einer Abwägung. Und die Abwägungsfrage ist in diesem Falle die, ob wir ein Problem, das in Thüringen ganz materiell vorhanden ist, ob wir dieses Abwägungsrisiko so treffen, dass wir sagen, das wäre eine Lösung für das Problem, das in Thüringen vorhanden ist. Und dann ist die Frage, ob wir helfen können. Das ist erstmal der erste Punkt, weil das will ich Ihnen auch offen sagen, was wir da im Moment diskutieren mit 4 Millionen Kubikmeter, wird all das, was wir ansonsten hier diskutieren, Kali und Salz eine Zukunft zu geben und die Frage gleichzeitig deutlich in die Werra die Einleitung zu reduzieren, nicht gerecht, weil Kali und Salz das nicht hinbekommen wird, es sei denn, es gibt da eine Perspektive, das Grubenfeld auch aus Sicherheitsgründen weiter zu befüllen. Das will ich hier uns allen nur offen sagen. Es geht nicht nur um diese 4 Millionen Kubikmeter, das wären vielleicht 3 Jahre. Und wir reden alle zu Recht über 40, 50 Jahre, die wir noch weiterhin in den Bergbau wollen. Deshalb will ich es nur hier heute deutlich sagen. Also es wird da auch alles Mögliche vermengt. Wir reden auch in dem Grubenfeld von gut noch 40 Millionen Kubikmeter, die wir einstapeln könnten. Das ist die Dimension, um die wir eigentlich reden. Ja, sagen Sie jetzt so einfach. 40 Millionen Kubikmeter sind noch was anderes als 4 Millionen. Und deshalb will ich nur darauf hinaus, das, was wir ursprünglich beredet haben und was auch die Idee von der thüringischen Landesregierung ist, zu sagen, ja, wir wollen diesen Staatsvertrag machen, weil Kali und Salz selbstverständlich Unterlagen geliefert hat. Glauben Sie denn, dass Frau Sigismund gemeinsam mit Frau Hinz zusammengesessen haben, noch einmal die beiden Ministerpräsidenten, Herrn Ramelow und Herrn Bouffier, dazu gebeten haben und gesagt haben, lass uns mal an so einem Frankfurter Kranz überlegen, was man da so machen könnte? Und dann haben die dann gesagt, ja, Wasser, ja, könnte man darüber leiten, ja, könnte man auch machen. Sagt Herr Bouffier, ja, wir haben ja schon mal ein Rohrloch gemacht. Ja, gut, Staatsvertrag hat auch schon gegeben, irgendwie funktioniert das technisch. Gut, ja. Jetzt müssen wir noch mal bei Kali und Salz fragen, ob die das überhaupt wollen. Das wäre Ihr Vorwurf sofort. Ja, Kali und Salz will das tatsächlich, weil auch am runden Tisch darüber geredet wurde, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Und die haben auch schon im Vorfeld entsprechende technologische Untersuchungen in Auftrag gegeben. Jetzt können Sie denen auch noch sagen, die sind so unverschämt gewesen und haben noch vorweg gedacht. Die haben antizipiert, was die mal bei so einem Frankfurter Kranz bereden wollen. Und damit es nicht nur etwas gibt aus unserer Region, das bei Thüringer Klößen und Rostbratwürsten aus Thüringen, ja, das haben die dann auch noch gemacht. So, und dann ist das, Rouladen gibt es da auch, ja, Rouladen, genau. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, damit will ich nur sagen, man muss doch jetzt hier nicht wieder die Öffentlichkeit ein bisschen kirre reden, indem man den Eindruck erweckt, dass dieser Staatsvertrag sozusagen wieder ein Verschwörungswerk ist. Als wenn da irgendwie Kali und Salz es schon beantragt hat, nein, es ist doch notwendig, dem Staat zu signalisieren, wir wollen Folgendes machen. Dazu bedarf es eines Staatsvertrages, weil sonst die Prüfungsbehörden sagen müssen, ja, ihr könnt ja alles Mögliche beantragen, aber ihr wisst doch, dass wir das gar nicht genehmigen können, weil. Also muss doch dazu eine Grundlage geschaffen werden, um es überhaupt zu prüfen. Und dann müssen die Bergbehörden in Thüringen erst einmal den Problempunkt, den ich gerade benannt habe und der ja nicht ohne ist, prüfen und abwägen. Und wenn die Thüringerinnen und Thüringer zu dem Ergebnis kämen, dass die Frage von Einstapelung, von Feuchten oder von mir aus jetzt auch Sohle nicht funktioniert, dann wird Hessen alles Mögliche sagen können dazu, aber dann wird das nicht passieren. Das wird da nicht passieren, trotz Staatsvertrages. Es wird einfach nicht passieren, weil die sagen, das Risiko ist uns zu groß nach menschlichem Ermessen. Thüringen hat es in der Hand. Und derselbe Punkt ist bei uns, wenn die Thüringerinnen und Thüringer sagen, ja, machen kann man das schon, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Wässer im Westen wieder ankommen, ist für uns relativ, das ist nicht unser Problem. Dann wird Hessen klarerweise sagen, ja, die Untertagedeponie Herfa-Neurode, das geht ja gar nicht, was ihr euch da ausgedacht habt, das wird nicht funktionieren. Das heißt, trotz eines Staatsvertrages würde man dann sagen, das geht dann nicht. Und damit sind wir genau in dem ganzen Prozedere, dass wir uns in der Tat mal davon lösen müssen, hier irgendwie Dinge in den Raum zu stehen, wo alle dann denken, oh, das ist ja wieder der Staat, was der da macht und dieses Unternehmen. Nee, das ist ein ganz normales Verfahren. Und ich finde, die Aufregung, die eigentlich nicht herrscht, damit will ich auch schließen, über die Frage dieses Staatsvertrags im Gegensatz zu dem Staatsvertrag 2002, wo es ganz massive Auseinandersetzungen gab, scheint auch darauf hinzudeuten, dass wir in dieser Gesellschaft gelernt haben, auch mit solchen Dingen etwas realistischer umzugehen und die Frage des sogenannten Restrisikos als das, was wir zu entscheiden haben, zu betrachten und nicht immer, wie dann behauptet wird, es müsse das Restrisiko ausgeschlossen werden. Das geht nicht
Es geht um eine Abwägung, und ich glaube, dass wir die vernünftig treffen können und dass wir uns im Landtag, das will ich Ihnen auch umgekehrt zusagen, immer wieder mit dieser Frage beschäftigen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insofern hoffe ich, dass Sie beim Staatsvertrag noch umdenken werden, da ich denke, dass in Thüringen, und ich habe gerade das Problem genannt, die dortige Linke mit viel größeren Problemen in der Frage der Genehmigung, nämlich der Risikoabwägung, zu kämpfen haben wird. Und wenn die thüringische Linke im Landtag zustimmen sollte, wüsste ich nicht, welche Erkenntnisse die hätten, die sie nicht auch hätten haben können. Insofern ein herzliches Glück auf, eine schöne Weihnachtszeit. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich eins noch sagen darf, vor nunmehr 760 Jahren, am 28. Dezember, ist die erste Bergknappschaft gegründet worden. Das war der Auftakt dafür, dass man solidarisch füreinander einsteht. Und ich finde, das ist in der leider vorhandenen Corona-Zeit etwas, was wir alle benötigen. Füreinander einstehen. Alles Gute, danke, Glück auf. Vielen Dank, Kollege Warnecke. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Hinz. Priska, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ja, Ziel dieser Landesregierung und auch von mir persönlich war es in den letzten 6 Jahren, die Umweltsituation im Veracali-Revier zu verbessern und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort dort zu sichern. Wir haben es geschafft, dass die Versenkung beendet wird im nächsten Jahr, dass K+S die KKF-Anlage gebaut hat. Und natürlich bin ich auch sehr froh darüber, dass wir es im Verein mit der FGG Weser erreicht haben, dass auch das Stapelbecken, die Oberweser-Pipeline, durch Hessen nicht gebaut wird. So. Wir wollen in den nächsten Jahren, dass die Werra-Einleitung sinkt, damit die Gewässerbelastung zurückgeht. Wenn man aber sich jetzt all diese Maßnahmen anschaut, die echte harte Maßnahmen sind, dann muss man sich doch überlegen, was kann das Unternehmen mit den Produktionsabwässern tun, die anfallen, jenseits der Frage der Aufhaltungen, die ja mit einem Großversuch ebenfalls auch dann überdacht werden soll, überdeckt werden soll. So, wo sollen die Produktionsabwässer hin? Und dann ist doch klar, dass Ländervertreterinnen und Ländervertreter, die für das Thema zuständig sind, sich darüber Gedanken machen und auch mit dem Unternehmen darüber reden, welche Optionen gibt es eigentlich? Was sind die Möglichkeiten? Weil ein Wirtschaftsunternehmen braucht auch Planungssicherheit, auch im Sinne der Arbeitsplatzsicherheit, die Sie ja immer so hochhalten. Zu Recht. Ich finde ja auch, dass wir da einen Blick drauf haben müssen. Und wenn wir dieses sehen und wenn wir darüber diskutieren, dann kommen wir zu einem nächsten Schritt. Und da bin ich den Thüringern sehr dankbar, dass die sich auch überlegt haben, wie können wir unseren Beitrag dazu leisten. Und für Thüringen kann es eine Win-Win-Situation sein. Das kommt noch dazu. Herr Kollege Warnecke hat das dargestellt. Aber es ist auch eine Möglichkeit, tatsächlich die Gewässerbelastung zu verringern und die Arbeitsplätze zu sichern. Um aber ein Verfahren zu führen bei Behörden, das ein schwieriges Verfahren ist, braucht die Genehmigungsbehörde eine rechtliche Grundlage. Jedes Unternehmen, jeder Mensch kann bei Behörden etwas beantragen, was immer sie wollen. Das ist das gute Recht eines jeden Einzelnen. Ja? Aber ein Verfahren wird nur geführt, wenn es eine rechtliche Grundlage gibt und auch nur dann beschieden.
Und deswegen ist dieser Staatsvertrag so wichtig. Wir haben diesen Marktscheide-Sicherheitspfeiler, und damit die Einstapelung gelingt in Thüringen, muss die Durchörterung passieren. Und diese Durchörterung kann nur passieren nach geltendem Recht, und das geltende Recht kann nur hergestellt werden, wenn wir vorher den Staatsvertrag ändern und die Genehmigungsbehörden dann die Genehmigungsunterlagen prüfen können und nach Recht und Gesetz bescheiden können. Das, so ist der Weg und nicht umgekehrt. Die Behörden, können doch keine Genehmigungsunterlagen prüfen, über Monate Experten beschäftigen, Gutachter beschäftigen, ja, und dann überlegen wir uns nächstes Jahr den Staatsvertrag, machen wir immer noch nicht. Das, so arbeiten Behörden nicht, ja, Gott sei Dank. Da bräuchten wir ja doppelte Anzahl an Menschen in Behörden, wenn so gearbeitet würde. Nein, wir haben die Aufgabe, unseren Behörden eine rechtliche Grundlage an die Hand zu geben, ob das von Staats wegen überhaupt gewünscht ist. Das ist sozusagen unser gemeinsames bilaterales Gesetz Thüringen-Hessen für die Behörden, damit sie prüfen können und im Zweifel eine Genehmigung aussprechen können. Und um diese Genehmigung aussprechen zu können, muss es natürlich Genehmigungsunterlagen geben. Klar, aber die kommen nicht zu mir ins Ministerium, will ich auch sagen, will ich überhaupt nicht haben. Das macht das federführende Regierungspräsidium in Kassel. Und wir haben in der Anhörung natürlich mitgenommen, dass so etwas möglich ist, eine solche Genehmigung. Und es gab wie bei jeder Anhörung auch Kritik am Verfahren oder an der Möglichkeit, was da passieren kann. Das ist in jeder Anhörung so. Ich bin jetzt wirklich seit 1982 hier Landtag, Bundestag. So. Also ich habe noch nie erlebt, dass es eine Anhörung gibt, wo alle Anzuhörenden einer Meinung sind, sagen, super, und es gibt überhaupt keine andere Idee und überhaupt. Natürlich ist und vor allen Dingen bei solchen Fragestellungen, wo es auch um die Untertagedeponie Herfer-Neurode geht, ist die Frage der Sicherheit eine, die besonders gut geprüft werden muss und wo es natürlich schon widerstreitende Interessen gibt und wo es auch Kritik gibt und vor allen Dingen auch Besorgnisse. Das ist doch völlig klar, die teile ich auch. Die teilen wir hoffentlich alle. Und wir alle haben auch in der Ausschusssitzung, in der ersten Lesung, in der Ausschusssitzung gesagt, dass die Standsicherheit von Herfer-Neurode auf jeden Fall gesichert sein muss. Und das muss das Unternehmen K+S nachweisen, dass sie mit ihrem Verfahren die Standsicherheit und die Langzeitsicherheit der Untertagedeponie Herfer-Neurode nachweisen. Und das wird im Verfahren geprüft. Und wenn dieses Verfahren gut abgeschlossen werden kann und dann genehmigt werden kann, dann sind wir ein großes Stück weiter in der Frage der Reduzierung der Gewässerbelastung in Werra und Weser. Und das habe ich jedenfalls bislang verstanden in den letzten Jahren, war immer das gemeinsame Ziel. Die Wege waren ein bisschen unterschiedlich, manche waren, ne? Da kann man es nicht besser so machen oder kann man es nicht besser so. Aber dieses Ziel hat uns hier immer geeint. Und ich verstehe echt nicht, und das ist jetzt dann auch mein letzter Satz, ich verstehe echt nicht, warum eigentlich eine Fraktion, die im anderen Land den Ministerpräsidenten stellt, meint, wir könnten keinen gemeinsamen Staatsvertrag machen, um das Problem zu lösen, was Thüringen hat und was wir gemeinsam mit der Gewässerbelastung haben. Das verstehe ich echt nicht, und vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum Sie der Meinung sind, dass rechtliche Verfahren gerade an diesem Punkt auf den Kopf gestellt werden sollten, weil das wird und kann nicht funktionieren, meine Damen und Herren.
Ich hoffe sehr auf eine große Mehrheit und ein zügiges Genehmigungsverfahren. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Abstimmungen heute Nachmittag.